Hallo und herzlich willkommen zurück bei Revising. Ja, was soll ich sagen? Ich habe es mittlerweile verstanden. In den letzten Kommentaren habt ihr euch, glaube ich, teilweise die Haare gerauft, aber ich bin nach der letzten Aufnahmesession, das hier ist jetzt eine neue, deswegen hat das Ganze so lange gedauert, nach der letzten Aufnahmesession bin ich dahinter gekommen, wie das jetzt funktioniert mit der dominierenden Präsenz. Ich war immer der Meinung, ich weiß nicht, wo ich das aufgeschnappt hatte, ich war immer der Meinung, ich muss die anmachen und muss dann einem Menschlein so viel Schaden zufügen, dass es nur noch 30% Leben hat. Huch, warum steht denn hier die Tür auf? Und ja, deswegen hat das die ganze Zeit nicht funktioniert. Bis mir jetzt eingefallen ist, ich muss R drücken. Und dieses R drücken ist mir definitiv immer, ja, nicht eingefallen, nicht in den Sinn gekommen, wie auch immer. Da unten haben wir zum Beispiel schon potenzielle Opfer. Oh, hier haben wir wieder einen Steini. Und ja, das ist halt der springende Punkt. Aber wir werden das heute machen. Allerdings muss ich sagen, ihr seht schon, ich habe nach der letzten Aufnahmesession hier noch ein bisschen umgebaut. Also wir haben jetzt hier quasi die Werkstatt. Ja, ein bisschen größer. Dann haben wir hier den Schmiederaum. Das Lager ist geblieben, wo es ist. Und hier vorne ist alles der Alchemiebereich. Ja, genauso wie wir hier drüben jetzt dieses Teil, das habe ich belassen. Aber ich habe das alles ein bisschen anders partitioniert, ein bisschen größer gemacht. Und ja, weil da ja hoffentlich auch noch Dinge dazukommen. Jetzt bin ich aber bei meinem nächsten Problem. Ich weiß nicht, wie ich den Rüstungswert erhöhen soll. Ich denke mal, wir müssen einfach ein bisschen ja, durch die Gegend streifen. Denn ich kann ja jetzt an diesem Blutaltar, wo habe ich den eigentlich hingestellt, kein neues Opfer wählen. Quasi. Dafür brauche ich ja erst eine bessere Rüstungsstufe und die habe ich ja noch nicht. Wollen wir mal hier vorne schauen. Ja, die Ratte. Da weiß ich noch nicht weiter. Ja, und hier haben wir ja jetzt, wie gesagt, die Ausrüstungsstufe zu niedrig. Von daher müssen wir schauen, wie wir das machen. Denn ich denke, wir brauchen noch die anderen gnadenlosen Sachen. Anziehsachen. Ja, wir haben hier nur diese zwei und ich denke mal, wir brauchen noch die Hose und die Stiefel. Dann sollten wir eigentlich hoffentlich doch stark genug sein. Ich bin nur auch immer so ein bisschen irritiert, weil manchmal steht hier oben eine 27, manchmal eine 38. Und ja, wir schauen jetzt einfach mal. Haben wir Tag? Oh, wir haben Tag. Oh, ich habe ja noch so viel Krempel dabei. Wir gehen einfach mal ein bisschen auf die Strunz. Versuchen uns jetzt entsprechend mal ein Menschlein in den Sarg zu packen. Die können ja dann wohl auch einiges für uns tun, nicht wahr? Nicht? Von daher sind sie ja vielleicht ganz interessant. So. Wo haben wir denn Kupfer? Hier haben wir die Blutessenz. Hier haben wir Stein. Ja, ich habe noch ein bisschen was angeworfen, weil der Umbau hat natürlich ein bisschen gekostet, ne? Aber ich finde es jetzt hier eigentlich so ganz schick. Muss ich sagen. Wenn wir dann das Schlossherz hier, das Schlosszentrum noch aufwerten können, dann werde ich vielleicht dann auch entsprechend mal hier hochbauen. Hallo, was stimmt denn mit euch nicht? Ihr habt doch gekämpft. Ja, ich hab's doch genau gesehen. Ihr habt gekämpft vor meiner Bude. Macht man nicht sowas. Das macht man nicht. Ja, seid ihr selbst schuld jetzt.
wer von meiner Bude kämmt. Ich muss mal kurz mich zurückziehen. Sonst fange ich wieder an, hier rumzubrutzeln. So. Also hier würde ich mich dann gerne auch eventuell hochbauen wollen. Fände ich ganz gut. So. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach doch mal ein bisschen auf in den Norden, oder? Die Knochen hatte ich auf der anderen Seite. Wasserflaschen. Ist doof, dass man das nicht eher lesen kann. Ratten. Doch nicht? Hatte ich die Knochen doch hier? Hier, ja, stimmt. Tierhaut. Oh. Hier hinten haben wir die Knochen. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal ein bisschen. Weil es wäre auch ganz schön, wenn wir noch ein paar Portale entdecken würden. Ne? Sollen wir vielleicht erstmal Silberlichthügel? Vielleicht mal hier so ein bisschen hoch? Probieren. Geht über studieren. Aber als erstes holen wir uns jetzt mal einen Diener. Mal gucken, wer denn möchte. Das Dumme ist natürlich, dass wir jetzt noch Tag haben, aber wir können ja schon mal auf die Suche gehen. Was ist denn hier rum? Ein Herz. Komisch, weißt du, sonst ist hier immer irgendwie Verkehr vor der Hütte. Aber heute kein Verkehr. Auf Steini habe ich gerade keinen Bock. Oder wollen wir uns da oben... Ich mach hier mal eine Markierung hin. Kommen wir hier auch. So, aber ich würde... Na gut, da müssen wir an Steini vorbei, ne? Ja, vielleicht. Einfach mal zum Test. Dieb. Barbar. Krieger. Ja, ist ja nicht so. Also wenn dann... Ah, ich sollte vielleicht erst den Rest. Töten. Wartet mal, wir ziehen den jetzt erstmal nach Hause, weil ich glaube, das braucht auch einen Moment, bis die bekehrt sind. Kommt er jetzt hinter mir her? Ah, er kommt brav hinter mir her. Okay. Ja, dann komm mal mit, mein Freund. So klappt das Ganze nämlich. Man muss ihn da mit diesem R 30% Schaden machen. Guck, wir sind gleich schon zu Hause. Super. Erstmal Tür zumachen. Schön mitkommen. Oh, dafür brauche ich. Warte mal kurz. Ach nee, er kann ja nicht warten. Er trappelt mir jetzt die ganze Zeit hinterher.
Dafür brauche ich Essenz. Ist er noch da? Ist er noch da? Ach, da bist du ja. Na, komm mal mit. Ist aber ein stattlicher Kerl. Jo. Komm mal bei mich. Da. 45 Minuten? Oh, ich kann den auch beseitigen. Straßenräuber. Hat noch keinen Gruftboden. Gruftboden kann ich noch nicht. Beharrliche Stärke. 2-4% Kompetenz. Gruppierung, Banditen, Fabenjäger. Alles klar. Können wir die auch irgendwie beseitigen, wenn sie Diener sind? Also werde ich den auch wieder los, oder... Wo ist ein Steini? Da. Aber wir machen mal einen Bogen um Steini. Wir können auch einfach viel Papier sammeln. Denn wenn wir viel Papier sammeln, können wir auch viel erforschen und erforschen dann auch vielleicht die besseren Klamotten. Am Moment, ich bin immer noch im... Oh. Wenn nicht, lassen wir auch wieder Zeug fallen. Wir wissen ja, hier gibt es reichlich von dem Kram. Aber wir haben jetzt Anfang der Nacht. Das sind doch gute Voraussetzungen. Ich wollte mich gerade in Wolf verwandeln. Jetzt kommen hier wieder Barbar. 41%. Und den würde ich vielleicht gerne... Darf ich an dir saugen? Oh ja. Nom, 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 nom. Der war lecker. So. Gut, gut. Solange wir nicht wieder... Ich müsste nur mal kurz... Ich bin nur auf der Durchreise. Ah. Papier möchte ich gerne mitnehmen. Bemühe dich gar nicht. Kein Stress. So, das war das mit dem Flächenschaden. Das finde ich auch nicht schlecht. Behalten wir mal, weil da haben wir ja letztendlich Nikolaus auch mit zu Boden gebracht. Ich habe so viele Rosen. Wir müssen erstmal gucken, für was wir die alle später benutzen können. Bin mal gespannt, was uns jetzt... Ach, hier ist wieder die Bombenstimmung, ne? So, wir gehen aber jetzt mal... Hätte ich mich hier irgendwo hin teleportieren können? Nee, ne? Jetzt bin ich ein bisschen... Also die Portale könnten ruhig ein bisschen öfter sein. Aber auf der anderen Seite macht es auch mal Spaß, hier durch die Gegend zu wandern. Und die Wege sind halt schon lang, ne? So, aber jetzt haben wir auf jeden Fall unseren ersten Diener im Sarg. Ich bin happy. Also kann ich auch, wenn da steht, ich kann maximal 6... Oh, da steht ein garstiger Baum. Wollte aber nur... Nein, ich wollte... Nein, mach doch den Baum nicht. Bist du des Wahnsinns? Weck doch den Baum nicht. Ich wollte nur die Feuerblüte. So. Die Rosen schmeißen wir mal weg. Das schmeißen wir mal weg. Das schmeißen wir mal weg. Das schmeißen wir auch mal weg. Wir haben so viel von dem Kram. Ja, ja. Oh. Ich möchte jetzt gerne mal ein bisschen in den Norden. Gucken, was es da noch so gibt.
Hier haben wir noch ein anderes Blümelein. Ups, das wollte ich nicht. Natürlich, jetzt wo ich wieder auf die Idee kam, mich in einen Wolf zu verwandeln. So. Jetzt sind wir quasi in neuen Landen unterwegs. Ich wollte nur hier mal. Gab es hier schon diese dicken Brocken? Genau. Das würde ich gerne mal ausprobieren wollen. Aber ich dachte, es geht mit Dynamit. Hey, okay. Wow. Das Teil hier zeigte sich völlig unbeeindruckt. Da kam aber hier wieder der ganze Mist, den ich gar nicht haben will. Und dann habt ihr noch... Entschuldigung. Wow. Ich benutze leider Gottes diese Zauberkräfte viel zu wenig, ne? Leider. Müsste ich auch viel öfter benutzen. So, ihr habt aber auch gesagt, als Bär könnte ich diese Sachen wegmachen. Sprengstoff benötigt. Hm. Aber das war doch eben Sprengstoff. Oder brauche ich mehr? Jetzt bin ich irritiert. Ihr habt mir geschrieben, ja, wenn ich den Bär habe, brauche ich keinen Sprengstoff mehr, weil dann kann ich diese Sachen mit dem Bären abbauen. Kann ich aber scheinbar dann doch nicht. Schade. Sprengstoff. Ja, dann müssen wir das nochmal üben. Ich konnte es ja jetzt eben platzieren, aber... Oder brauche ich mehr? Baum, sie hat sich versteckt. Jetzt aber. So. Banditen Außenposten. Neues. Gut. Die ist nicht schlecht. Ach, schön. Die dreht sich auch mit. Die schießen nicht einfach nur so stoisch nach vorne wie die anderen. Finde ich nicht schlecht. Ich sammle erstmal alles ein, um es danach wieder wegzuschmeißen. Aber vielleicht ist ja irgendwo was Brauchbares dabei. Faden würde ich aufheben wollen. Ah, hier ist ja sonst... Hier ist ja noch nicht mal eine Kiste oder irgendwas, ne? Nö. Haben wir hier Kupfererz? Können wir mitnehmen? Papier, auf jeden. So. Ja. Nebelstein. Gehen wir mal weiter. Gehen Norden. Gehen Orden Norden. Eine Brücke. Oh, hier ist aber eigentlich ganz schön. Angeln. Ich muss eine Angel herstellen. Ich möchte unbedingt gerne mal angeln. Oh, hier ist es aber echt schick. Hier wechselt aber jetzt auch die Farbe. Silberlichthügel. Was ist dieses Zeichen?
Das gibt's nur hier. Oh je, oh je. Also ich habe eigentlich alles, was ich nicht verlieren will, oben in der Leiste. Obwohl mir wäre eigentlich... Ah. Ha, auch. Alter, was hat er denn da in der Hand? Was hat er bitte in der Hand? Also das... Wird schon ein anderes Kaliber hier. Außenposten der Armee. Außenposten der Arme. Weil ich muss echt... Alter, das ist ein Miniboss oder sowas. Was ist das für eine? Wow. Der macht mich fast kaputt. Wow! Also hier sind wir ja schon mal im ganz anderen Kaliber. Wow. Goldschmuck. Okidoki. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao.